Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Na bitte, geht doch. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es Die Herrlichkeit des Lebens nach dem gleichnamigen Roman von Michael Kumpfmüller. Erzählt vom letzten Lebensjahr Franz Kafkas, der vor 100 Jahren gestorben ist, und von seiner letzten großen Liebe zu Dora Diamant. Die beiden lernen sich an der Ostsee kennen und die Weite, die Offenheit des Meeres steht auch für die große Sehnsucht der beiden nach einem erfüllten gemeinsamen Leben, das ihnen ja nicht mehr vergönnt war. Es ist ein sehr ungleiches Paar. Kafka, der nachdenkliche, zergrübelte, große Dichter und die zupackende linke Aktivistin, Tänzerin Dora Diamant, die aber verbunden werden durch eine ganz innige, leidenschaftliche Liebe. Und diese Liebe wiederum gibt Dora dann die Kraft, Kafka auch beim Sterben zu begleiten. Sie haben an der Ostsee sich kennengelernt, haben in Berlin zusammengelebt und werden hier gespielt von einem tollen deutschen Filmpaar, nämlich von Sabine Tambrea und von Henriette Confurius. Ganz lebensnah, sehr freundlich, sehr lebendig und vor allem immer so, dass man spürt, hier ist wirklich eine große Liebe gewesen, die den beiden Menschen Kraft gegeben hat. Das Besondere an diesem Film von Georg Maas und von Judith Kaufmann, die auch die Kamerafrau ist, ist die Tatsache, dass Kafka hier nicht als die oft mystifizierte Literaturikone erscheint, sondern als ein lebensfroher, auch ein sinnlicher, ein sehr sympathischer Mensch, eben ein Mensch aus Fleisch und Blut. Unsere Radio 1 Filmempfehlung der Woche zum Kafka-Jahr, Die Herrlichkeit des Lebens. Thank you.